Hallo zusammen, ich grüße euch. Heute in diesem Video bin ich und das Modellbaufachgeschäft Kramm aus Hilden mal wieder on Tour. Es geht zum Heizhausfest nach Chemnitz. Der Unterschied zum letzten Ausflug, den ich mit der Firma Kramm gemacht habe, besteht darin, dass wir diesmal ein ganzes Wochenende unterwegs sind. Wir sind also heute von Freitag, den 23.8. bis Sonntag, dem 25.8. unterwegs. Also wir haben fast volle 2 Tage und wir haben auch wirklich volles Programm. Das kann ich euch schon mal verraten. Was wir genau im Einzelnen erleben, werde ich euch später erzählen oder eventuell der Herr Kramm, das werden wir sehen. Aber eins weiß ich schon mal im Vorfeld, das werden wohl mehrere Videos werden. Ich denke mal 2-3 Teile werden es wohl werden, weil da ist so viel, was wir erleben. Das sind alles Highlights für mich persönlich und da möchte ich nicht alles so kurz in ein Video reinpacken oder ein mega langes Video machen. Deswegen denke ich mal, werden es wohl 2 oder 3 Teile werden. Gut, ich befinde mich jetzt hier noch auf dem Rastplatz. Ich trinke jetzt noch in Ruhe einen Kaffee und werde noch was essen. Und dann geht's weiter nach Hilden und ich melde mich dann nochmal von zwischendurch aus, wenn wir unterwegs sind. Bis denn! So, wir sind jetzt schon ein Stückchen weit gefahren. Wie viele Stunden haben wir schon hinter uns? 4 Stunden? 4 Stunden. Und wie lange brauchen wir noch? Ungefähr nochmal eine 4 Stunden. Das ist im Übrigen der Busfahrer. Ganz coole Socke, kann ich euch nur sagen. Also ist ein ganz netter Mensch und ein perfekter Fahrer. Dankeschön. So einen guten Fahrer erlebt. Ne? Dankeschön. Perfekt. Ja. Ist auch lustig, macht Spaß, sich mit Ihnen zu unterhalten. Wie lange braucht man denn circa noch nach Chemnitz zum Heizhausfest? Also wir fahren ja erstmal zum Hotel. Zum Hotel, okay. Ja. Einchecken. Wenn wir dann frisch gemacht haben, ungefähr 20 Minuten sicher. Ja, alles klar. Also so circa 19 Uhr heute Abend. 19 Uhr ne? ungefähr. Ja. Alles klar. Ja, wenn alles gut geht natürlich. Ne? Wenn Sie so lieb weitermachen. Du machst das schon. Ja, du machst das schon. Kriege alles klar, dann sage ich mal bis später. Ne? Bis später. Ihr wisst Bescheid und wir sehen uns dann gleich in Chemnitz. Genau. So, wie ich versprochen habe, hat der Herr Kramm jetzt mal Zeit, uns zu erklären oder euch zu erklären vielmehr. Ich weiß ja schon, was wir alles erleben werden, was wir überhaupt jetzt mit diesem Ausflug alles erleben werden. Herr Kramm? Ja. Guten Abend zusammen erstmal. Wir sind heute hier in Chemnitz-Hilbersdorf beim Heizhausfest 2019. Und wir werden jetzt heute Abend eine Nachtparade erleben, in dem die Lokomotiven hier vorfahren und bis in den tiefen Abend rein mit Beleuchtung nachher zu sehen sein. Das ist also wirklich eine ganz außergewöhnliche Veranstaltung. Morgen werden wir dann den ganzen Tag hier verbringen und werden uns die tollen Aktivitäten hier anschauen. Es werden Führerstandsmitfahrten möglich sein. Es sind Modellbahnanlagen aufgebaut, sehr viele Lokomotiven, über 40 Dampfer werden hier morgen zu sehen sein. Also morgen volles Programm, fängt auch gut an. Wir werden mit dem Bus zu einem Parkplatz fahren und dort werden wir mit einem Ferkeltaxi abgeholt. Was war eigentlich dachte, was jetzt gerade, das habe ich nämlich meinen Zuschauer gerade nämlich schon erzählt, dass wir auf dem Ferkeltaxi warten, aber da ist dann organisatorisch etwas schief gelaufen. Ja, wir sind ein bisschen zu spät dran gewesen und die Jungs haben schon Feierabend gemacht, deswegen, wir machen alles hier, wie sagt man, sehr flexibel und das hat ja wunderbar geklappt. Aber morgen, wie gesagt, da wird dann auch nochmal die Möglichkeit bestehen, ein Video mit dem Ferkeltaxi zu machen. Das wird auf jeden Fall morgen gemacht. Der Tag morgen steht uns quasi eigentlich jedem zur Verfügung, wie er möchte. Zur absolut freien Verfügung. Ihr könnt also praktisch euch frei bewegen hier und das machen, was ihr persönlich am liebsten machen möchtet. Super. Und Sonntag, das super Highlight? Sonntag, super Highlight, eine Dampflok-Parallelfahrt. 2 komplette Dampfzüge fahren auf 2 Gleisen nebeneinander, überholen sich gegenseitig, sodass man dann auch mal die Funktionsweise einer Dampflok während der Fahrt sehen kann. Einmalige Geschichte, nur hier in Hilbersdorf, meiner Meinung nach bekannt. Wirklich, also
Top-Sache. Da freue ich mich am meisten drauf. Ja, wie ihr hört, ist das ein Riesenprogramm und ich habe nicht zu viel versprochen oder zu viel angekündigt. Es werden wohl 2 oder 3 Teile werden, weil es ist so viel. Ich werde heute noch jede Menge aufnehmen und morgen noch aufnehmen, gucken, was ich alles mitnehmen kann. Ja, und dann die Parallelfahrt. Ich denke mal, das sind alles so Highlights, die packen wir extra und machen 3 Videos raus. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Ich werde diese Kleinigkeit essen und dann werde ich euch hier die ersten Eindrücke von diesem schönen Fest oder dieser schönen Abendveranstaltung dann übermitteln. Dann sag ich mal, bis gleich. Schön. Schönen Abend. Vielen Dank. Also ich hätte jetzt noch genügend Material, wo ich sage, da könnte ich jetzt Videos noch mehr davon machen. Aber das bringt sich auch nicht. Weil was ich auch ganz schlimm finde, dann wo zu. Als nächstes fährt dann das U-Boot, die 281, ist gerade gestartet worden und fährt dann langsam über den Überweg wieder hinter zur Lokleitung. Da kostet bestimmt ein bisschen was, ne? Thank you.
Deswegen machen alle, die vor der Drehscheibe im Kopf haben, zwei stehen, mal wieder rübergehen. Das wird immer die Steuerung.